Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 70, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde. Ländlicher Raum braucht keine warmen Worte des Ministerpräsidenten. Drucksache 19/6692 aus 19. Und die erste Wortmeldung kommt von Kollegen Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wer über eine sozialökologische Verkehrswende für Hessen spricht, der darf über die grundsätzliche Kluft zwischen Stadt und Land nicht schweigen. Wer hier wortgewaltig in Aktuellen Stunden über Stauprobleme in Hessen spricht, der darf die ungleichzeitige Entwicklung in Stadt und Land nicht vergessen. Zwischen dem Ballungsraum Rhein-Main, den ländlichen Regionen in Hessen, wächst die Kluft. In den großen Städten steigen die Einwohnerzahlen rapide, die Mieten explodieren, während im ländlichen Raum die Bevölkerung zurückgeht und Leerstand weiter zunimmt. Busse und Bahnen platzen in den großen Städten aus allen Nähten, während auf dem Land an vielen Orten kein Bus mehr fährt. Für viele Menschen sind das niedrige Lohnniveau und fehlende Arbeitsplätze die wichtigsten Gründe, ländliche Räume zu verlassen. So verdienen Hessinnen und Hessen etwa im Werra-Meißner-Kreis deutlich, deutlich weniger als in Frankfurt. Durch diesen Wegzug entsteht ein Teufelskreislauf. Weniger Menschen, das bedeutet einen Rückgang an Infrastrukturangeboten, an Kaufkraft und an regionalem Entwicklungspotenzial. Die ohnehin im ländlichen Raum im Vergleich zu den großen Städten weiten Wege zu Ärzten, zu Schulen, zu Behörden, zu Einrichtungen des täglichen Bedarfs, die werden immer weiter und immer länger. Auf einen Anschluss an die digitale Infrastruktur muss man warten, warten, warten. Und Angebote für eine echte öffentliche Mobilität im ländlichen Raum, die fehlen. Und, meine Damen und Herren, dieses Auseinanderdriften von Stadt und Land, das muss ein Ende haben. Mit diesen Problemen muss sich die Landespolitik beschäftigen. Und obwohl mehr als 80% der Fläche Hessens im ländlichen Regionen liegen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung im ländlichen Raum leben, da hat doch die schwarz-grüne Regierung die Probleme auf dem Land erst kurz vor den Wahlen entdeckt. Anfang des Jahres gab es eine groß angelegte PR-Offensive, um von der eigenen Untätigkeit abzulenken. Doch was war denn in den letzten Jahren geschehen? Unter den CDU-geführten Landesregierungen in Hessen wurden die Kommunen zu einer brutalen Kürzungspolitik gezwungen, die kommunale Selbstverwaltung immer weiter eingeschränkt. Die Politik von sehr wenig Zuckerbrot und sehr viel Peitsche, die traf insbesondere auch die Kommunen im ländlichen Raum, wo der öffentliche Nahverkehr ausgedünnt, Schwimmbäder, Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen geschlossen wurden. Und aus Notwehr aufgrund der finanziellen schwierigen Situation, ja, da kam so manche Kommune sogar auf die absurde Idee, eine Pferdesteuer einzuführen. Fakt ist also, die Sparpolitik der Landesregierung hat den Kommunen im Allgemeinen, aber eben auch insbesondere den Kommunen im ländlichen Raum enorm geschadet. Und jetzt lassen Sie sich dafür feiern, dass Sie ein paar wenige Arbeitsplätze in der Finanzverwaltung in den ländlichen Raum verlegen oder die Gründung einer Akademie in Angriff nehmen. Das alles hilft aber wenig, wenn zuvor Gerichte in der Fläche der Sparwut zum Opfer gefallen sind oder etwa Forstämter zusammengelegt worden sind. Im Gerichtswesen wurden 1.250 Stellen abgebaut, 26 Standorte geschlossen. CDU-geführte Landesregierungen, wie sie es drehen und wenden wollen, die haben durch diesen Arbeitsplatzabbau dem ländlichen Raum enorm geschadet. Und diese Tatenlosigkeit in Sachen ländlichen Raum, die hat auch gewaltige Verkehrsprobleme geschaffen. Doch was macht die Landesregierung? Sie verfährt frei nach dem Motto, das haben wir jetzt ja vorhin auch hier schon diskutiert, ländlicher Raum ist in Hessen dort, wo Bürgerbusse oder Mitfahrbänke eingesetzt werden, weil der öffentliche Nahverkehr kaputtgespart worden ist. Und es ist und bleibt so, dass Bürgerbusse einen attraktiven Nahverkehr, der eine echte Alternative zum Auto darstellt, nicht ersetzen können. Und im Übrigen, weil es noch nicht angesprochen wurde, das größte Verkehrsinfrastrukturprojekt CDU-geführter Landesregierung im ländlichen Raum, ja, das dürfte, wenn man denn die Kosten als Maßstab nehme, leider die verkehrsberuhigte Zone des Flughafens Kassel-Calden sein. Der bringt zwar kaum einen Menschen von A nach B, dafür aber die Gemeinde Calden an den Rand des Ruins.
Und für uns bleibt es dabei, was die Menschen im ländlichen Raum wirklich brauchen. Das sind nicht kurze Wege zu Billigfliegern, sondern schnelle Datenleitungen, vernünftig in Schuss gehaltene Straßen und vor allem einen öffentlichen Personennahverkehr, der eine bezahlbare, bequeme und klimafreundliche Alternative zum Auto ist. Statt über Akademien und Fachzentren zu reden, muss die Bus- und Schieneninfrastruktur erhalten und ausgebaut werden. Der ÖPNV muss attraktiv getaktet werden. Wir brauchen bezahlbare Preise. Wir brauchen gut bezahltes Fahrpersonal. Und natürlich brauchen wir auch eine echte Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken, statt sie dann auch nur kurz vor der Wahl anzukündigen. Auch die Förderung von Rad- und Fußwegen muss in Angriff genommen werden. All das sind Bausteine für eine sozial-ökologische Verkehrswende im Land, aber eben auch eine, die für die Städte nützlich ist. Und all das, Aktivitäten in diese Richtung, lassen Sie vermissen. Es gilt, das Auseinanderdriften von Stadt und Land zu verhindern, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Hessen zu schaffen. Und da hat diese Landesregierung leider wenig vorzuweisen. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Goldbach, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beim Lesen des Titels der Aktuellen Stunde der LINKEN erschließt sich nicht unmittelbar, um welches Thema es eigentlich gehen soll. Er lautet: Ländlicher Raum braucht keine warmen Worte des Ministerpräsidenten, sondern eine gute Verkehrsanbindung. Sozial-ökologische Verkehrswende in Stadt und Land. Nun, zumindest zum zweiten Teil habe ich etwas gefunden. Ich habe nämlich im Wahlprogramm der LINKEN gelesen. Und da gibt es tatsächlich einen Teil, der ist überschrieben mit dem Titel Sozial-ökologische Verkehrswende. Zusammenfassend lässt sich zu diesem Teil des Wahlprogramms der LINKEN sagen, Sie qualifizieren sich damit für weitere 5 Jahre in der Opposition. Denn es ist eine lustige Sammlung. Eine lustige Sammlung von bundespolitischen Forderungen, um damit landespolitische Maßnahmen zu fördern oder auch genau das zu machen, was wir schon längst tun. Konkret einige Beispiele dazu. Es geht um die Abschaffung von Dieselsubventionen, und damit sollten dann z.B. der Kauf von E-Autos und Fahrrädern und Ausbau von Radwegen in Hessen gefördert werden. Also, das ist wieder so ein typisches Ding. Ansonsten finanziert DIE LINKE immer mit der nicht vorhandenen Vermögensteuer auf Bundesebene die Landesmaßnahmen, hier diesmal mit der Abschaffung von Subventionen für Dieselautos, Radwege in Hessen. Interessanter Ansatz, ob er so zum Ziel führt, ist eine andere Frage. Weiteres Beispiel. DIE LINKE schreibt, DIE LINKE will den Erhalt, Bau und Ausbau des Radwegenetzes und Projekte zur Auswertung des Radverkehrs. Was macht Schwarz-Grün in Hessen? Wir haben neben der Arbeit in der AG Nahmobilität auch das finanzielle Engagement für den Radverkehr verstärkt. Aus den GVFG-Mitteln stehen jedes Jahr 8 Millionen € zur Verfügung, um kommunale Rad- und Fußwege zu bauen. Zur Stärkung des überörtlichen Radverkehrs in Hessen unterstützt das Land den Radwegebau an Landesstraßen. Da fließen von 2016 an, seit 2016, weitere 4 Millionen € pro Jahr. An 60 Stellen in Hessen werden Radwege von 2016 bis 2022 neu gebaut oder wesentlich verbessert. Und in den Jahren 2018 und 2019 wird der Etat noch einmal auf 6 Millionen € jährlich erhöht. Also, DIE LINKE fordert etwas, wir machen es schon längst. Weiter im Oppositionsprogramm der LINKEN. Ich zitiere, die Regionalisierungsmittel müssen erhalten oder dynamisiert werden. Da setzen Sie jetzt noch einen drauf. Wir fordern nämlich weniger als das, was wir schon umgesetzt haben. Denn in Hessen haben wir die Regionalisierungsmittel um 24% auf 800 Millionen € pro Jahr erhöht. DIE LINKE möchte weniger, aber gut, ist auch eine Aussage im Wahlprogramm. Wir haben eine weitere Forderung, stillgelegte Strecken wie verschiedene Beispiele oder die Lumtertalbahn wollen wir wieder in Betrieb nehmen. Und jetzt möchte ich Ihnen einmal vorlesen aus einer Mail, die die Bürgerinitiative zur Reaktivierung der Lumtertalbahn und der Holloftalbahn mir geschrieben hat.
Ich bin als engagierter Bürger dankbar, dass unsere Ideen, Vorschläge und Forderungen nach 37 Jahren bei der Lumtatalbahn und 17 Jahren bei der Holloftalbahn nun höchstamtlich seitens des zuständigen Hessischen Verkehrsministeriums aufgegriffen und an die nachgeordneten Behörden und Institutionen zur Erfolgsumsetzung, nämlich Reaktivierung beider Bahnstrecken, mit klaren Arbeitsaufträgen und Umsetzungsschritten weitergereicht wurden. Dies erfüllt uns mit Freude, und ich entbiete einen Dankesgruß an Minister Tarek Al-Wazir. Diese Liste ließe sich noch lange fortführen, was DIE LINKE fordert, was wir schon machen. Aber ich will es einmal dabei belassen. Die Frage ist am Ende noch, warum überhaupt stellt DIE LINKE einen Antrag, der mit dem ländlichen Raum zu tun hat. Nun, da lohnt sich ein Blick in die Wahlergebnisse der letzten Landtagswahl. Sie schafft es im ländlichen Raum kaum über die 5-%-Hürde, also eigentlich gar nicht dort. Das ist legitim, dass Sie sagen, da müssen wir etwas tun. Das können Sie machen. Aber wenn Sie Sie haben sogar erkannt, dass es nicht so toll ist, sich über Menschen lustig zu machen, wie in der letzten Plenardebatte zu dem Thema die Mitfahrbänke errichten. Da haben Sie nämlich gesagt, haha, die sitzen da rum und es kommt eh keiner vorbei. Nein, Frau Wissler hat gemerkt, ein bisschen Empathie ist auch ganz gut im Wahlkampf. Das ist ja immerhin schon einmal erfreulich. Aber zusammenfassend würde ich sagen, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung, dazu warme Worte, ist doch deutlich besser als nur die kalte Verachtung der LINKEN zum ländlichen Raum. Danke schön. Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Rudolph, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Mobilität prägt das Leben in unserer Gesellschaft. Mobilität darf weder vom Wohnort noch vom Einkommen abhängig. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mobilität heißt, unterschiedliche Herausforderungen auch unterschiedlich beantworten. Werden wir im Ballungsraum über die Probleme reden, wie kann die Vertaktung um 10-Minuten-Takte ausgebaut werden, haben wir im ländlichen Raum eher das Problem, dass manchmal stundenlang kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht. Deswegen wird ja auch der ländliche Raum gelegentlich nicht ernst genommen, verachtet. Ich könnte auch sagen, was der Verkehrsminister manchmal zu meinem Schwalm-Eder-Kreis sagt, wie er den Namen etwas umwandelt. Das mache ich nicht. Auch daraus, weil Sie eben, Frau Goldbach, sagten, kalte Verachtung. Ich habe jetzt auch nicht zur Kenntnis genommen, dass die Grünen die Landpartei schlechthin sind, auch von den Wahlergebnissen. Da wäre ich auch mal ein bisschen Vorsicht, ja. Um das mal eher freundlich zu formulieren, weil natürlich, und das ist ja auch der Duktus, also erstens, Herr Minister, den Halbsatz können Sie aus Ihrem Manuskript streichen mit der schlechten Laune. Ich entscheide selber, wenn ich schlechte Laune habe, habe ich gar nicht. Nee, wissen Sie, sonst würde ich möglicherweise ja im Wahlkreis auch nicht die Ergebnisse erzielen. Wenn ich immer nur schlecht gelaunt rumlaufe, würde ich sagen, die Leute, so etwas wählen wir nicht. Nee, so einfach ist es nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir über die Mobilität im ländlichen Raum reden, brauchen wir die Verzahnung in der Mobilitätskette. Ja, natürlich spielt beispielsweise der Pkw im ländlichen Raum noch eine andere Rolle, hat eine andere Funktion. Aber wir sind Verfechter der Mobilitätskette, dass wir die miteinander verzahnen. Das heißt Bahn, Bus, Pkw, Taxi, Fahrrad und selbst die eigenen Beine. Und das im ländlichen Raum miteinander in Einklang zu bringen, ist deutlich schwieriger. Natürlich dort, wo wir eine Schienenverbindung haben, etwa im Schwalm-Eder-Kreis, die Main-Weser-Bahn oder die Regiotram, damals ein Modell, das ist so eine Art Straßenbahn nach Kassel hin, äußerst kritisch gesehen. Ja, da haben wir eine ordentliche Vertaktung teilweise. Das ist okay. Die Reaktivierung von Bahnstrecken ist jetzt keine Erfindung der Grünen. Die SPD, nämlich die Bahnstrecke Frankenberg nach Korbach, die CDU da vor Ort war dagegen. Alles keine Erfindung allein der Grünen. Da sind wir deckungsgleich. Ja, wir brauchen Reaktivierung von Bahnstrecken, weil das gerade auch für den ländlichen Raum wichtig ist, damit Menschen von A nach B kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber was wir vor allem auch brauchen, eine ordentliche Vertaktung im ländlichen Raum, und der ÖPNV muss auch bezahlbar sein. Das ist doch teilweise ein sehr großes Problem. Das können Sie gerne mal nachprüfen, Edermünde-Grifte, Ortsteil meines Heimatorts, nach Kassel-Wilhelmshöhe. Wenn Sie dort mit der Bahn fahren, zahlen Sie für die Strecke hin und zurück 11,40 €. Das ist zu teuer. Das ist jetzt nicht, weil der NVV die ärgern will, das wissen wir gemeinsam, sondern Sie haben auch, weil Sie immer sagen, wir würden Sie nicht loben. Ja, Sie haben als Verkehrsminister positiv zu verantworten, dass das Land seit 2017 knapp 25 Millionen € in die Verkehrsverbünde gibt, für die beiden. Das ist richtig, aber es reicht nicht aus.
weil die Verkehrsverbünde müssen in die Lage versetzt werden, ordentliche Angebote zu machen. Der Schwalm-Eder-Kreis gibt allein 8 Millionen € für die Schülerbeförderung aus. Das in einem Flächenkreis zu organisieren, deutlich schwieriger. Mit dem Problem, die Busse fahren morgen und nachmittags, und zwischendrin stehen sie leer. Aber die Vorhaltekosten sind da. Und wir wollen bessere Angebote, weil wir haben Orte, wo eine ältere, alleinstehende Frau nicht zum nächsten Facharzt kommt, weil die Kinder in aller Regel auch nicht mehr am Ort wohnen. Aber das ist Aufgabe der Daseinsvorsorge. Deswegen müssen wir die Verkehrsverbünde, Städte, Gemeinden und Landkreise ordentlich ausstatten, meine Damen und Herren. Und über den ländlichen Raum darf man nicht nur sonntags reden. Und natürlich, das gilt dann aber bitte, vielleicht sind wir so redlich miteinander für hier alle, die im Raum sind. Das hat natürlich etwas mit dem 28. Oktober zu tun. Da wird am 31. August in dem Ort Morschen, in dem ehemaligen schönen Kloster dort Heidau, die Akademie für den ländlichen Raum gegründet. Auf die Idee hätte man auch zu Beginn der Wahlperiode kommen können und sagen können, nach 3 Jahren, jetzt haben wir was vorzuweisen. So taucht natürlich der ziemlich eindeutige Verdacht auf, und man kann sagen, erwischt, das machen wir vor der Wahl, wird uns nicht helfen. Wir brauchen endlich Dorferneuerungsprogramme, die aktiv gestalten können. Da höre ich von allen Beteiligten, es ist ein bürokratisches Programm und Hemmnis geworden, gerade mal knapp 2 Millionen €. Reicht nicht, da müssen wir richtig ansetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir müssen sehen, dass die Menschen im ländlichen Raum möglichst in einer Stunde zu einem nächsten Mittel- oder Oberzentrum gelangen können. Das ist eine Riesenherausforderung. Das kriegt man nicht von heute auf morgen hin. Aber das ist Teil der Daseinsvorsorge. Wenn es um gleichwertige Lebensverhältnisse geht, so wie es im Grundgesetz steht, dann müssen wir die Kommunen, die Verkehrsverbünde damit ausstatten. Deswegen sind wir auch mit Preiserhöhungen im ländlichen Raum durch die Verkehrsverbünde. Das sehen wir kritisch, weil das verteuert die Situation, wenn ich an Subventionen im Straßenbaubereich denke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Mobilität darf nicht vom Wohnort und Einkommen abhängen, auch nicht von Sonntagsreden. Bürgerbus ist eine sinnvolle Ergänzung, viel ehrenamtliches Engagement, aber es ist nur ein kleiner Mosaikstein. Wir brauchen eine ordentliche Vertaktung, aber wir brauchen auch einen bezahlbaren ÖPNV. Es gibt viel zu tun. Wir wollen es anpacken. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Staatsminister Al-Wazir, vor allen Dingen auch eben in der vorherigen Debatte die Kollegin Knell angesprochen hat zum Thema Nordhessen und wie erfolgreich doch der ÖPNV jetzt in Nordhessen funktioniert. Herr Al-Wazir, wenn Sie von Neukirchen, wo Frau Knell zu Hause ist, versuchen, nach Thann zu kommen, das ist schon ein Abenteuer. Da kann man sagen, okay, das ist vielleicht eher eine akademische Frage. Aber versuchen Sie einmal, von Neukirchen nach Korbach zu kommen mit dem ÖPNV, was jetzt nicht mehr ganz so theoretisch ist. Da hat die Frau Knell, die Kollegin Knell während des Hessentages zum Beispiel probiert. Und da sind Sie geschlagene 4,5 Stunden unterwegs, von Neukirchen nach Korbach. Es ist jetzt nicht eine so weite Entfernung, als dass man das nicht lösen könnte. Und ich glaube, das macht das Problem deutlich, weil das sind 4,5 Stunden in die eine Richtung. Sie wollen aber auch noch zurück. Meine Damen und Herren, das, was Sie jetzt als eine Ergänzung in Ihrem ÖPNV-Konzept für den ländlichen Raum beschreiben, das sind die Bürgerbusse. Aber sie hat gesagt, es ist nur eine Ergänzung. Das stimmt, man könnte vieles miteinander vernetzen, aber die Nutzer des ÖPNVs, egal ob ländlicher Raum oder Ballungsraum, erwarten, dass Sie, wenn Sie einen Weg beschritten haben, sprich, Sie haben Ihr Fahrrad genommen, sind zum Bahnhof gefahren, haben sich in den ÖPNV gesetzt, sind zum nächstgrößeren Bahnhof gefahren und dann ins Oberzentrum, dann erwarten Sie, dass Sie diesen Weg auch zurückkommen. Und das Problem im ländlichen Raum ist eben, dass Sie meistens dann am Abend nur noch auf halber Strecke zurückkommen und es dann kein Angebot mehr gibt. Und da ist dann die Frage, wie gehen wir die Lösung an? Das Problem, Herr Al-Wazir, was Frau Knell Ihnen deutlich gemacht hat und wo es eben deutlich wird, dass Sie eben eher eine Großstadtpartei sind, ist, dass Sie auf das ehrenamtliche Engagement verweisen im ländlichen Raum und dass die Bürgerinnen und Bürger sich vor Ort dann selber engagieren und das organisieren.
während gleichzeitig Sie hochsubventioniert den ÖPNV im Ballungsraum vorantreiben. Hochsubventioniert. Und es sind auch die Menschen aus dem ländlichen Raum, die das auf der einen Seite ehrenamtlich machen müssen, die das genauso mitbezahlen, das, was sie an hochsubventioniertem ÖPNV im Ballungsraum dann zur Verfügung stellen. Das machen Sie mit Ihrer Erfolgsstory Schülerticket. Das ist ja scheinbar auch das Einzige, was Sie ja wirklich als Leuchtturm vor sich hertragen für Ihre Amtszeit. Schülerticket muss es ja rausreißen. Schülerticket muss es ja rausreißen. Meine Damen und Herren, wir werden so nicht weiterkommen, wenn wir da nicht den ländlichen Raum auch modern denken. Der ÖPNV im ländlichen Raum ist nicht die Frage des Gefäßes, wie groß das Gefäß ist, was dort durch die Gegend fährt, sondern es sind erhebliche Kosten für den ÖPNV. Und warum er sich kaum noch darstellen lässt, ist, weil Sie einen Mann bezahlen müssen, der in diesem Fahrzeug sitzt. Wir schlagen vor einen Modellversuch für autonomes Fahren im ländlichen Raum, um dem etwas entgegenzusetzen. Und ich glaube, dass es klug wäre, bevor Sie viel Geld jetzt in ein System wie die Bürgerbusse investieren, dass Sie dann einmal einen Modellversuch über einen autonomes fahrenden Bus im ländlichen Raum mal auf den Weg bringen müssen. Die Technik haben wir alle. Wir haben an der Stelle kein Erkenntnisdefizit. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Die Fragen des ÖPNV für den ländlichen Raum lassen sich lösen, und die Digitalisierung kann dabei helfen. Sie ist nicht ein Allheilmittel, aber sie kann dabei helfen. Und ich will Ihnen auch sagen, wir sind da überhaupt als Freie Demokraten, was Sie ja eben auch schon wieder gemacht haben, wir sind da nicht ideologisch unterwegs, was die Schienen anbelangt. Ich kann Ihnen sagen, die Kur-Hessen-Bahn, die ja jetzt hier so ein großer Erfolg ist, das hat die FDP maßgeblich umgesetzt gegen den Widerstand der CDU. Da waren vor Ort, vor allen Dingen von den Verbünden oder bzw. aus der kommunalen Familie, musste man dann auch ein bisschen treiben, nachdem man stellt ja auch den Unterhalt danach sicher. Als das klar war, haben wir gebaut, meine Damen und Herren. Kur-Hessen-Bahn ist heute ein Erfolgsmodell, und es waren liberale Minister. Das werden wir auch weiterhin so betreiben. Jede Bahnstrecke, die sich wirtschaftlich wieder betreiben lässt, jeder Schienenverkehr, jede Schienentrasse, die möglich ist, sollten wir reaktivieren, aber dabei die wirtschaftliche Vernunft nicht aus den Augen lassen. Meine Damen und Herren, wir können Ballungsraum und ländlichen Raum nur zusammendenken, wenn wir die Verkehrsprobleme und die Wohnungsnot lösen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Caspar, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Schöne ist, in Hessen gibt es ein breites Angebot an Wohnmöglichkeiten. Diejenigen, die ihre Heimat im ländlichen Raum gefunden haben und die es attraktiv finden, dort zu wohnen, können dort wohnen. Wir haben kleine Städte, wir haben mittlere Städte, und wir haben eine Großstadt, die eine Infrastruktur bietet, wie es international nur große Metropolen bieten. Das ist das Schöne bei uns in Hessen. In Hessen kann jeder seine Heimat finden. Und natürlich sind die Verhältnisse sehr unterschiedlich. Denken Sie daran, dass, wenn Sie im ländlichen Raum leben, Sie einer geringeren Kriminalitätsrate ausgesetzt sind als in großstädtischen oder in städtischen Bereichen. Denken Sie daran, dass Sie im ländlichen Raum pro Einwohner erheblich mehr Wohnfläche zur Verfügung haben als in städtischen Bereichen. Oder denken Sie daran, dass die Luftqualität und auch das Freizeitangebot oft im ländlichen Raum besser ist als in den städtischen Lagen. Deswegen ist es eben verständlich, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ja, ich wohne gern im ländlichen Raum. Deswegen tut diese Landesregierung alles, damit auch in Zukunft die Rahmenbedingungen gut sind für die Menschen, die im ländlichen Raum ihre Heimat gefunden haben und die dort auch ihre Heimat behalten wollen, meine Damen und Herren. Natürlich gibt es andere Dinge, wo das Angebot im ländlichen Raum nicht so ist wie im städtischen Raum.
Denken Sie an bestimmte Bildungsangebote oder kulturelle Angebote. Aber genau das macht eben die Vielfalt unseres Landes aus, dass jeder nach seinen eigenen Vorstellungen das eine oder das andere wählen kann. Ganz klar ist aber auch, dass allen Menschen unsere Empathie sicher sein muss und notwendig sein muss. Und Herr Schalauske, da finde ich schon ein ziemliches Unding, dass Sie in Ihrem Antrag davon sprechen, dass dieser Ministerpräsident nur warme Worte hätte. Klar, eine Partei wie Ihre, die davon lebt, dass sie mit Neidgesichtspunkten Menschen gegeneinander aufhetzt, Sie haben natürlich ein Problem, wenn ein Mensch da ist, der Empathie für die Menschen empfindet. Und deswegen wundert mich die Überschrift von Ihnen überhaupt nicht. Es ist nun einmal Aufgabe einer guten Landespolitik, sich den Menschen und den Problemen und den Aufgaben, die es in unterschiedlichen Bereichen gibt, anzunehmen, die Probleme zu lösen. Aber die Menschen spüren auch, ob jemand Empathie für sie hat und ob er eben nicht nur regiert, sondern ob er ein Empfinden dafür hat, wie es den Menschen geht und tagtäglich sich dafür einzusetzen, dass es den Menschen besser geht. Und genau das macht dieser Ministerpräsident in hervorragender Art und Weise, meine Damen und Herren. Und was Sie hier vorgetragen haben als Verkehrswende, also zunächst einmal Verkehrswende, ich weiß nicht, der Verkehr fließt in eine Richtung. Wenn man eine Wende macht, fährt man wieder zurück, ob das überhaupt die richtige Bezeichnung ist. Aber es geht eben darum, die Verkehrssituation für alle weiterzubringen, voranzubringen und eben nicht einfach nur als in die eine Richtung ist es richtig, in die andere Richtung ist es falsch zu definieren, sondern wir haben den Anspruch, dass auch hier gilt, dass alle Menschen in Hessen, egal ob im städtischen Raum, im Ballungsraum oder im ländlichen Raum, eine gute Verkehrserschließung gesichert wird. Und das gilt sowohl für den Individualverkehr als auch für den öffentlichen Nahverkehr. Und auch genau dafür sorgt diese Landesregierung, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wenn hier ein Redner der Opposition, nämlich Herr Lenders, erwähnt hat, dass man das Projekt der Kurhessenbahn ja auf den Weg gebracht hat, dann sehen Sie, dass im ländlichen Bereich sehr wohl auch im ÖPNV Dinge vorangebracht werden. Auch Minister Al-Wazir hat eben zu einem anderen Punkt ja ausgeführt, welche Schienenprojekte alle angeschoben worden sind und vorangehen, um Kollege Kaspar, kommen Sie bitte zum Schluss. Um damit sicherzustellen, dass die Menschen zum Beispiel im Ballungsraum ihren Arbeitsplatz erreichen können, aber gleichwohl im ländlichen Raum wohnen bleiben können. Auch das ist Politik, die wir betreiben. Deswegen meinen wir, dass es mehr als gut ist, diese Politik am 28. Oktober zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Wintermeyer. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Der ländliche Raum braucht keine Aktuellen Stunden, die an der Realität vorbeigehen, Herr Schalauske. Sozial, ökologisch, vielleicht auch nachhaltig und bezahlbar, Konzepte, von dem allen war von Ihnen heute und von den LINKEN nichts zu hören. Meine Damen und Herren, wir handeln. Die Hessische Landesregierung handelt, damit die Zukunft auf dem Land auch eine gute bleibt. Wir haben die Offensive Land hat Zukunft Heimat Hessen gestartet und bewusst noch einen sichtbareren Schwerpunkt auf die Förderung der ländlichen Räume gelegt. Dass dies hier nicht nur warme Worte sind, haben wir gerade z.B. in einer Aktuellen Stunde zum Thema Mobilität, speziell zum Thema Bürgerbusse, gehört. Meine Damen und Herren, 1,8 Milliarden €, das sind 350 Millionen € mehr,
investieren wir in 2018 und 2019 in unsere ländlichen Räume. Das hat es bisher noch nie gegeben. Meine Damen und Herren, das steht gegen die Ankündigungspolitik der Opposition, die zudem noch nicht einmal in der Lage ist, die Finanzierung durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen. Darunter bei dem Projekt Ländliche Räume haben wir ein Projekt Mobiles Hessen 2020. Herr Kollege Al-Wazir hat es ja vorgetragen. Allein der Straßenbauetat des Landes für Landesstraßen, der im Übrigen, liebe Sozialdemokraten, bei Herrn Klemm, das war ja wohl ein Sozialdemokrat, noch bei 27 Millionen € lag, liegt derzeit bei 120 Millionen €. Das ist das Fünffache von dem, was Sie damals für Landesstraßen in ländlichen Räumen ausgegeben haben. Meine Damen und Herren, die Verkehrsverbünde erhalten jährlich 800 Millionen €. Das sind 20% mehr, um den öffentlichen Personennahverkehr bei uns in Hessen zu organisieren. Meine Damen und Herren, wir fördern die Mobilität in den ländlichen Räumen seit 2017 sogar mit einem Fachzentrum Mobilität für den ländlichen Raum. Darüber können Sie sich lustig machen. Sie haben noch nicht einmal die Idee dazu gehabt, geschweige denn wissen Sie, wie Sie es finanzieren. Es zeigt, wir als Hessische Landesregierung handeln. Und wir denken auch neu. Wir denken auch neu. Deshalb bringen wir auch die Arbeit zu den Menschen. Und da schaue ich einmal das Finanzministerium an, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Steuerverwaltung und der Hessischen Landesverwaltung erhalten im Rahmen eines Pilotprojektes, sogenannte Coworking Spaces, ab September 2018 die Möglichkeit, tageweise in einem ersten Hessenbüro in der Nähe ihres Wohnortes, nämlich in Limburg, zu arbeiten. Meine Damen und Herren, zudem verlagert die Hessische Steuerverwaltung seit Anfang dieses Jahres in zwei Schritten 500 Arbeitsplätze in die ländlichen Räume. Auch der neue digitale Service Point der hessischen Justiz soll in Eschwege im ländlichen Raum noch in diesem Jahr angesiedelt werden. Meine Damen und Herren, so werden Fahrzeiten reduziert und mehr Lebensqualität für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen. Unser neues Denken, die Arbeit kommt zu den Menschen und nicht mehr die Menschen zur Arbeit, ist sicherlich ein entsprechendes Konzept, was man als sozial und auch ökologisch bezeichnen kann, was Sie von den LINKEN, außer irgendwelche SUVs aus den Innenstädten, wie Frau Wissler in der FR gesagt hat, nicht haben. Meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen von der Opposition die Frage, warum legen wir die neuen Autobahnen, die Datenautobahnen, gerade in den ländlichen Bereich? Alleine im Nordhessen-Cluster werden 2.000 km Glasfaser in alle 570 Dörfer gelegt. Hier wird, meine Damen und Herren, Zukunft angeschlossen. Auch das ist sozial und ökologisch. Aber das ist das Versprechen gewesen, und wir halten es ein. Das ist der Unterschied zu Ihnen. Sie versprechen sich vieles, aber Sie werden, meine Damen und Herren, nichts kriegen. Ich empfehle Ihnen, Frau Wissler und Kollegen, ich rate Ihnen, unserem Beispiel zu folgen, zu weniger soziologischer Theorie, stattdessen zu mehr lebensnaher Praxis. Nur dann orientiert man sich, wie wir, an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort. Sie stehen nämlich im Mittelpunkt des Handelns der Hessischen Landesregierung. Wir, die Hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen, können selbstbewusst sagen, wir handeln. Und wir werden weiter konsequent daran arbeiten, dass Hessen bereit für morgen ist. Mit uns bleibt Hessen vorn. Das versprechen wir nicht nur, sondern wir halten es auch sichtbar. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 70, besprochen.